liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Betende, liebe Diener Allahs, liebe Gläubige, liebe Muslime, liebe Fastende, liebe Betende, ich begrüße euch herzlich heute zur 27. Nacht vom Ramadan. Möge Allah von uns unser Fasten, unsere guten Taten annehmen und akzeptieren. Wir haben heute eine besondere Pause. In dieser Pause haben wir eine große Überraschung. Ich werde heute in dieser Pause keine Rede halten. Wir haben heute einen Gast, welcher vor uns allen zum Islam konvertieren möchte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. MashaAllah. Ich sage Ihnen herzlich willkommen in unserem Zentrum, dem Iman-Zentrum, einer der größten Moscheen in der Schweiz. Und ich gebe ihm jetzt das Wort auch. Könnten Sie sich uns bitte vorstellen und auch den Grund, warum Sie zum Islam konvertieren möchten? Hallo zusammen. Salam alaikum. Mein Name ist Boni Koroila. Ich wohne im Aargau. Ich bin schon lange eigentlich in diesem Weg. Für mich ist der Islam ein logischer Glaube, ein guter Glaube. Und vor allem das, was für mich am innerlichsten, am wichtigsten ist, ist die Brüderlichkeit. Und das habe ich wirklich noch nie erlebt. So in dieser Form. Und das ist auch das, was ich weiterhin leben möchte und weiterhin geben möchte. Sehr schön. Wir werden jetzt das Glaubensbekenntnis Shahada aussprechen. Zuerst auf Arabisch und dann auf Deutsch. Okay. Ashhadu. Ashhadu. An la. Allah. Ilaha. إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله Ich bezeuge dass es keine Gottheit außer Allah gibt und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. MashaAllah, Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ich gratuliere Ihnen und ich wünsche Ihnen innere Ruhe und Zufriedenheit mit dem Islam. Wieder bitte, wieder zum Gebet, Tarawih-Gebet. Bitte wieder zum Gebet, zum Tarawih-Gebet. Barakallahu fikum. Möge Allah von unserem Bruder annehmen.